Hallo und herzlich willkommen. Ja, es ist tatsächlich wahr und kein Clickbait. Mein Mann Stefan und ich haben vor einigen Tagen unsere Firma verkauft. Aber keine Panik, denn es ist tatsächlich eine gute Neuigkeit. Und damit ihr das nicht aus anderen Quellen möglichst ausgeschmückt hört, werde ich euch in diesem Video erzählen, warum wir das gemacht haben und was das für die Zukunft bedeutet. Wisst ihr, in meiner Branche wird so eine Nachricht eigentlich nicht öffentlich bekannt gegeben. Die erscheint dann branchenspezifisch in den Fachblättern oder auch mal ganz ferner liefen in den Zeitungen, weil es eigentlich für uns fast schon relativ normal ist. Für uns persönlich ist das natürlich keine normale Nachricht und es ist eigentlich ziemlich aufregend und es gibt darüber auch eine Menge zu erzählen und deshalb werde ich das, was jetzt kommt, einfach mal in Kapitel aufteilen. Das warum. Vor knapp 20 Jahren haben wir mit der Firma begonnen und zwar mit keinem Startkapital, mit nichts und keiner Ahnung. Das Einzige, was wir hatten, war ein Mini-Dispo und eine freundliche Bankerin. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, werde ich euch mal die Geschichte von unseren Versandkartons von damals erzählen, weil das vielleicht das ein bisschen beschreibt. Wir hatten tatsächlich echt nichts und als wir anfingen, Gläser zu verschicken, hatten wir auch nichts, wo wir sie reintun konnten. Kartons zu produzieren war so teuer und die einzelnen Kartons auch, dass wir uns das schlichtweg nicht leisten konnten. Was wir dann gemacht haben, war Folgendes. Ich fand einen netten Mitarbeiter bei der Metro in der Tiefkühlabteilung, die hat nämlich die festesten Kartons, und der hat mir erlaubt, die gebrauchten Kartons der Metro aus den Gitterboxen rauszuholen, wo sie dann eigentlich in die Entsorgung gehen sollten. Das heißt also, ich bin alle paar Tage in die Metro gefahren mit meinem alten Auto, das immer nicht ansprang, und habe ganz viele Kartons auf den Wagen drauf gemacht. Die an der Kasse haben schon immer gesagt, ach, Frau Burmeister, hallo. Bin rausgegangen mit diesen Kisten von verschiedensten Kartons und habe die in die Firma gebracht. Vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande. Diese Kartons hatten zum Teil als Aufschrift Schrimps gehäckselt und geschnetzelt und schön blutig, was natürlich nicht besonders schön war für das Verpacken von Gläsern. Also hatten wir uns dann überlegt, wir machen kleine Aufkleber, auf denen steht, wir betreiben aktives Kartonrecycling. Und das kam super gut an und so konnten wir dann auch die ganzen schrecklichen Kartons gut rechtfertigen. Wir haben eigentlich immer das, was uns fehlte, mit guten Ideen aufgefüllt, weil was anderes hatten wir nicht. Die Firma ist seitdem immer weiter gewachsen und wir mussten uns sehr um unsere eigene Achse drehen, um mitzuhalten mit dem, was da alles auf uns zugekommen ist. Wenn wir es mal persönlich betrachten, haben mein Mann und ich in den ersten Jahren weit weniger verdient als unsere Mitarbeiter und das erste Mal Urlaub hatten wir 8 Jahre, nachdem wir unsere Firma schon hatten. Seitdem hat sich die Firma sehr stabilisiert und auch unser Leben hat sich sehr stabilisiert. Wo man sich aber nichts vormachen darf, ist, wir arbeiten unheimlich viel und wir arbeiten proportional auch viel mehr als die meisten Leute um uns herum. Die Firma wurde richtig groß und mit der Größe wächst leider auch die Herausforderung und damit zudem auch die Probleme und die Risiken. Es gab in den letzten Jahren immer mehr Anzeichen dafür, dass unsere Schultern einfach nicht breit genug sind. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Nehmen wir Corona. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber am Anfang war das so, dass in dem Moment, wo es in einer Firma einen Corona-Ausbruch gab, die Firma einfach dicht gemacht wurde. Und bei uns, wie bei vielen anderen Unternehmern, ist das so, dass der größte Teil unseres Geldes steckt in der Firma. Und normalerweise ist es da ja auch ganz gut angelegt. Und plötzlich standen wir vor der Situation, dass wir ausrechnen mussten, was passiert, wenn unsere Firma geschlossen wird. Die Miete läuft weiter, die gesamten Kosten laufen weiter, die ganzen Personalkosten laufen weiter und. Und wir haben ausgerechnet, wie lange wir mit dem Geld, was wir in der Firma haben und mit unserem persönlichen Geld aushalten würden, bis es nicht mehr geht. Und es waren sage und schreibe
8 bis 12 Wochen. 8 Wochen gerade noch so und mit Ach und Krach vielleicht 12 Wochen, die wir gerade noch so durchgehalten hätten. Und danach wäre nichts mehr da gewesen. Weder die Firma noch persönliches Geld. Und in so einer Situation ist das eigentlich schlimmer als eine Insolvenz, weil unsere Mitarbeiter können ja noch zum Arbeitsamt. Wir nicht. Wir sind die Inhaber. Und da kommt man ganz schön ins Grübeln. Dazu muss ich sagen, dass in unserem Freundschaftskreis es Leuten tatsächlich so passiert ist. Die hatten alles zurückgelegt, die waren selbstständig, hatten ihre Sachen zurückgelegt. Unser Friseursalon, gutes Beispiel, ist jetzt um die 60, hat sich gut was zurückgelegt. Dann kam Corona, Laden geschlossen, Kosten laufen weiter. Und vor kurzem habe ich sie mal gefragt, sagt sie, du, weißt du was, ich sitze jetzt hier und ich muss jetzt arbeiten, weil ich habe nämlich kein Geld mehr. Ich habe zuerst alles aufgebraucht, was ich hatte, dann musste ich einen Kredit aufnehmen, dann ging es weiter und jetzt arbeite ich, um den Kredit abzuzahlen. Das sind schon Dinge, die machen einem ganz schön Angst. Und dann gibt es die Frage der Nachfolge. Wir sind jetzt beide über 50 und haben uns viel damit beschäftigt. Ihr glaubt doch nicht, dass es viele Leute gibt, die so einen Riesenklotz mit allen Konsequenzen mit Hurra übernehmen. Das ist einfach nicht wahr. Und da kommen ja dann auch wieder die Mitarbeiter ins Spiel, denn klar kann man einfach sagen, ich habe keine Verantwortung, ich lasse das einfach laufen und danach mir die Sinnflut, wir werden schon sehen, wie das irgendwie weitergeht. Das ist nicht unser Ding. Sowas finden wir einfach nicht in Ordnung. Wir haben ganz viele Mitarbeiter inzwischen, knapp 80, und viele dieser Mitarbeiter sind wirkliche Freunde. Die sind auch nicht mehr die Jüngsten und wir für uns sagen einfach, wir würden schon denen gerne ein Arbeitszuhause geben, in dem sie auch in Rente gehen können. Und ich weiß von vielen, dass sie das auch gerne möchten. So, und jetzt kommt die Geschichte mit der Vitamintablette. Ja, das ist wirklich echt eher komisch. Trotzdem hat das in dieser Komik, ist das eigentlich sehr tragisch. Ich bin vor gut einem Jahr tatsächlich mal fast an einer Vitamintablette erstickt. Mein Mann hat mir geholfen. Ihr möchtet nicht wissen, wie. Es ist wirklich so. Also ich habe danach da gestanden und habe gesagt, was war das denn jetzt? Und wir haben da noch Witze drüber gemacht, weil ich gesagt habe, also dieser Grabstein, der ist eigentlich für sich ein Witz, weil da müsste dann draufstehen, sie starb an einer Vitamintablette. Das fanden wir bis heute sehr, sehr komisch. Allerdings, wenn man sich mal die Tragweite anguckt, im Moment lastet alles auf unseren Schultern. Jetzt, also sowas mag ich mir gar nicht vorstellen, weil für mich ist es dann vielleicht vorbei, aber mein Mann, dem geht es dann sicherlich nicht gut und dann muss er auch noch dafür sorgen, dass es der Firma, dass die Firma weiterläuft. Wer soll denn sowas tragen können? Also auch das ist tatsächlich ein wirklich ernster Punkt, den man zwar, ich kenne einige Unternehmer, die sagen einfach, ach, wird schon irgendwie. Ich finde das in der Größe der Firma einfach nicht in Ordnung und da muss es eine Lösung für geben. Es gibt jetzt mehrere Wege, so eine Art von Problematik zu lösen. Das erste ist, man steckt den Kopf in den Sand und tut so, als sei es nicht da. Keine Variante. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich in Richtung auf Partnerschaften und teilweise Übernahmen oder Übernahmen zu denken, was einfach die Verantwortung überträgt. Mal teilweise oder vielleicht sogar ganz. Schauen wir uns mal an, was da für Möglichkeiten bestehen. Ein Weg, den viele Unternehmer wählen, den ich auch schon ein paar Mal mitbekommen habe, ist so eine Art Hit and Run. Das sieht dann so aus, dass sie sagen, ich verkaufe jetzt meine Firma auf Teufel komm raus und dann sehe ich zu, dass ich Land gewinne und zwar ganz schnell. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es andere. Den Weg habe ich auch schon gesehen und zwar mehrfach und der tut mir immer so ein bisschen leid. Das sind Unternehmer, die übertragen ihr Unternehmen und verteilen damit die Verantwortung und gehen am Anfang in diesen Prozess rein und denken, oh, die Partner sind eigentlich ganz okay. Während sie geprüft werden, wird dann schon der Preis und der Wert runtergeregelt. Dann sieht man plötzlich Charakterzüge bei den Partnern, wo man sagt, oh Gott. Und irgendwann ist es so weit, dass man sagt, ich möchte es jetzt einfach nur noch unterschreiben, wird schon. Dann übernehmen sie die Firma, machen die Firma weiter und nach ein paar Wochen wird ganz klar, dass sie mit den Leuten nicht arbeiten können
und machen dann ein Hit and Run. Sie hauen dann nämlich einfach in den Sack und sagen, tut uns leid, geht nicht und sind weg. Ich habe solche Transaktionen und auch solche Investoren kennengelernt und da läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter, weil die Unternehmer erstens mal meistens gar nicht so gut damit wegkommen, wie sie es vielleicht erhofft hatten. Und für die Mitarbeiter ist sowas ganz, ganz grässlich. Ich würde mal sagen, unsere Firma ist wirklich sehr besonders und das wissen wir auch. Ich denke, dass der Erfolg, den unsere Firma hingelegt hat, deshalb so ist, weil das Zusammenspiel von den Unternehmern, den Abteilungsleitern und den ganzen Mitarbeitern außergewöhnlich ist. Wir arbeiten wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und ich denke, dass wenn man die Firma wirklich sichern will, unsere Firma in dem Falle, dann muss das Konstrukt so bestehen bleiben. Weil das auseinanderzuziehen wäre einfach nur schade und für jeden nicht gut, selbst für einen Investor nicht, weil die Firma dann nicht mehr das tut, was sie kann. Wir haben also in diesem Falle nicht die Situation, dass wir einen Partner brauchen, weil wir gerettet werden müssen. Wir wollen eigentlich einen Partner, weil wir in dieser inzwischen doch sehr hart gewordenen Welt einfach nicht mehr alleine sein wollen. Und das hat natürlich die Auswahl sehr beschränkt, weil viele dieser Transaktionen, die man heutzutage so sieht, sind nicht so, wie wir sie gerne haben wollen. Und deswegen waren wir gar nicht so sicher, ob wir diesen Weg tatsächlich gehen können. Anfang des Jahres ergab es sich dann plötzlich, dass wir wirklich drei reelle Angebote hatten von Firmen, die nicht mit uns partnerschaftlich zusammenarbeiten wollten, weil sie irgendwie einen guten Deal machen wollten, sondern die wirklich auf uns zukamen, weil sie uns gut fanden und gedacht haben, dass wir gut zu ihnen passen würden. Und wir hatten die Qual der Wahl, was eigentlich toll war, weil das waren wirklich drei schöne Angebote und auch nette Leute. Und dann haben wir uns tatsächlich für einen entschieden. Unsere Wahl fiel auf ein sehr großes globales Verpackungsunternehmen, das es schon seit 1902 gibt. Und dieses heißt Tricor Brown. Und ich bin sicher, dass kaum einer von euch diesen Namen jemals gehört hat. Tricor Brown ist einer der größten nordamerikanischen Verpackungsunternehmen, der inzwischen eigentlich fast überall auf der Welt zu finden ist, bis auf in Europa. Da ist er noch nicht tätig geworden und da wollten sie jetzt gerne rein und so auf dieser Basis kamen wir dann auch zusammen. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass als sie das erste Mal auf uns zukamen, war das erste, was ich auch zu meinen Partnern, also zu Stefan und Jana, unserer Pogrüstin, gesagt habe, war niemals, das wollen wir auf keinen Fall, so einen großen, das wollen wir nicht, das geht sowieso in die Hose, kommt gar nicht in Frage. Allerdings hatten wir bereits eine Anfrage vorliegen und wir hatten uns vorgenommen, dass wir uns trotzdem, egal was kommt, uns das einfach anhören. Und so ergab es sich, dass sie dann tatsächlich bei uns waren und die Gelegenheit hatten, vorzusprechen. Interessanterweise fanden wir etwas ganz anderes als das, was wir erwartet hatten. Das waren tatsächlich Leute, mit denen man reden konnte, wo auch die Spitze des Unternehmens sich dafür interessiert hat, mit uns in Kontakt zu treten. Und hier sind die wichtigsten Punkte, die eigentlich den Ausschlag gegeben haben, weswegen wir gesagt haben, wir gehen den Weg mit diesem Unternehmen. Tricor Brown beteiligt sich an Unternehmen, die bereits gut laufen und die sich gut machen. Was auch beinhaltet, dass sie kein Interesse daran haben, in den Ablauf dieser Firma einzugreifen. Und sie sagen auch ganz offen, wer sind wir denn, dass wir sagen können, was ihr machen sollt, weil ihr habt das doch gut gemacht. Wir können das doch nicht besser. Und das kam wirklich ehrlich rüber und ich glaube es ihnen bis heute, dass sie tatsächlich so vorgehen. Die wollen, dass die Firma so läuft, wie sie lief, weil so lief sie ja gut. Und das finde ich eine ganz tolle Herangehensweise. Daraus folgt auch das Nächste, denn eine absolute Bedingung für diese Transaktion war, dass sich nichts verändert, dass die Firma so bleibt, wie sie ist. Was bedeutet, die Verträge bleiben alle so, die Geschäftsführung bleibt so, wie sie ist. Das heißt, mein Mann und ich sind weiterhin zu gleichen Teilen Geschäftsführer
Unsere Prokuristin Jana bleibt und auch die Mitarbeiter behalten alle ihre Verträge. Es läuft einfach so weiter, wie es bisher gelaufen ist. Es wird sich sicherlich etwas dahingehend verändern, dass wir noch mehr Unterstützung bekommen mit dem, was wir tun. Und darauf freue ich mich eigentlich sehr. Und ein weiterer Punkt, der für uns wirklich wichtig war, ist, Tricor Braun behält seine Unternehmen. Die stoßen die Unternehmen nicht wieder ab. Man hat häufig bei Investorenvorgängen es so, dass ein Investor eine Firma übernimmt, mit denen ungefähr 5 Jahre oder ein paar mehr Jahre arbeitet und dann wird die Firma wieder verkauft. Häufig geht das gut. Manchmal ist das aber auch so, dass man jedes Mal wieder ein Wechselbad hat und sich wieder an irgendjemand anders anpassen muss. Und das wäre für unsere Firma nicht gut gewesen. Und deshalb ist der Fakt, dass die ihre Firmen behalten und sich auch freuen, diese Firmen zu haben, eine wirkliche schöne Sache. Was eine weitere gute Sache ist, wenn sie auch nicht ausschlaggebend dafür war, dass wir diese Aktion gemacht haben, ist, dass wir natürlich auf all die Ressourcen, die Tricor Braun hat, zugreifen können. Wir sind dazu nicht verpflichtet, wir müssen das nicht. Und viele Firmen in den Tricor Braun Gefilden arbeiten auch gar nicht zusammen, selbst wenn sie es könnten. Aber man kann, wenn man es braucht. Und in den heutigen Zeiten muss ich wirklich sagen, für uns ist das eine große Sicherung. Denn wir hatten jetzt gerade oder sind gerade mitten in einer Gas- und somit auch Glaskrise. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben plötzlich kein Glas mehr. Wenn man dann auf weitere globale Ressourcen zurückgreifen kann, das kann in so einem Fall wirklich sehr hilfreich sein. Uns ist schon klar, dass man jetzt noch nicht sagen kann, ob es am Ende wirklich so rauskommt, wie wir uns das erhoffen. Was wir aber allerdings zu diesem Punkt schon sagen können, ist, wir haben jetzt diese ganzen Aktionen gemacht, bis es zu dieser Übergabe kam. Und wir arbeiten seit Monaten sehr eng mit den Leuten zusammen, mit denen wir auch dann zusammenarbeiten werden. Und ich muss auch jetzt am Ende der Transaktion sagen, dass ich mich echt darauf freue, mit denen mehr zu tun zu haben. Und somit habe ich natürlich eine große Hoffnung, dass es uns vielleicht wirklich das gibt, was wir uns erhoffen. Was wir uns natürlich wirklich wünschen, ist Sicherheit. Zunächst mal besonders für unsere Mitarbeiter. Unabhängig davon, was mit uns wird. Wir möchten gerne weiterarbeiten. Ich für meinen Teil ganz besonders, denn ehrlich gesagt, ich liebe meinen Job. Und es ist ganz egal, was da sonst noch ist. Ich möchte diesen Job wirklich gerne weitermachen. Trotzdem, ich sage nur Vitamintablette, man weiß nie, was kommt. Und wir wünschen uns sehr, dass dann jemand da ist, das sollte irgendwas passieren, der das auffängt und so sicher wie möglich weiter segelt. Wir hätten auch gerne die Möglichkeit, das, was wir im Moment machen, noch besser zu machen, vielleicht noch mehr auszubauen und auch mit mehr Kraft zu tun, denn wir haben so viele Ideen und es gibt so viele Dinge, die wir gerne noch machen möchten. Und wenn man es immer nur mit seinen eigenen Ressourcen angeht, dann ist man relativ vorsichtig. Wir können auch privat und persönlich nicht so lang planen, wie diese Firma das kann. Dazu vielleicht eine kleine Geschichte am Rande. Während dieser ganzen Aktion kam Keith Strope, der Executive Chairman, also ganz oben von der Firma, zu uns. Und wir saßen zusammen und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wir haben ja im Moment jetzt eine echte Krise. Wieso Sie in so einer Krise eine Verpackungsfirma dazu kaufen wollen? Und dann sagt er, das ist ganz einfach. Uns gibt es seit 1902. Übrigens, er ist schon seit über 20 Jahren in der Firma. Der hat eine ganze Menge mitgemacht mit dieser Firma. Also, Tricor Braun gibt es seit 1902. Wir haben den Ersten Weltkrieg mitgemacht, die Weltwirtschaftskrise mitgemacht, den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und die Finanzkrise 2008 haben wir auch überstanden. Und er sagt ganz einfach, letztlich brauchen die Leute immer Verpackung. Es ist zum Teil auch wirklich lebensnotwendig und man muss sich ja nur entsprechend anpassen. Wenn es der Welt gerade nicht so gut geht, dann muss man einfach umschwenken können und günstige Verpackungen liefern können. Und wenn es der Welt wieder besser geht und die Menschen auch wieder gerne luxuriösere Verpackungen haben will, kann man sich ja auch darauf wieder konzentrieren. Und er sagt, es ist egal, wie es sich dreht. Man muss eigentlich immer nur anpassungsfähig sein. Und das können wir. Und deshalb machen wir uns keine Sorgen.
finde ich wirklich sehr schön, diesen Ansatz. Ich erhoffe mir zudem ein bisschen mehr Rat. Wisst ihr, wir haben ja sehr verrückte Ideen. Ich habe zum Beispiel im Moment ein Glas in der Mache, von dem wir und ich besonders der Meinung bin, dass es genau das ist, was wir jetzt brauchen und dass es in 2 bis 3 Jahren ein Standard werden wird. Damit bin ich mit meinem kleinen Team, nämlich Jana und Stefan, allerdings komplett allein auf weiter Flur, weil die Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, dieses Glas zu produzieren, da gab es nebenbei so diesen netten Satz wie du mit deinem komischen Glas da. Wir sind tatsächlich etwas allein damit und ich wünsche und erhoffe mir, dass es vielleicht mit unserem neuen Partner Leute gibt, über die man über so ein Projekt auch noch etwas mehr reden kann und mehr diskutieren kann, wie man sowas auch vielleicht breitflächiger aufstellt und auch vielleicht gleich etwas größer aufzieht, so dass das Glas vielleicht dann wirklich da ist, wenn es gebraucht wird, nämlich in 2 bis 3 Jahren. Eine letzte Sache, die ich sagen möchte, die wir uns erhoffen und die ich mir auch erhoffe und die eigentlich auch schon eingetreten ist, ist entspannteres Arbeiten. Denn ich habe euch ja mit Corona schon erzählt, was das für ein Druck ist, wenn man eigentlich immer für alles direkt einsteht. Aber das ist ja nicht nur Corona gewesen. In den ganzen letzten Jahren gab es immer wieder Sachen, die einen unheimlich drücken, wo man, wie zum Beispiel, wir hatten zu kurze Kündigungsfristen auf unserem Mietgelände, auf dem wir vorher waren. Der Vermieter hätte uns 3 Monate mit einer 3-Monats-Frist kündigen können. Und das war dann plötzlich auf Messerschneide, weil der wollte uns nämlich raushaben, weil wir schon sehr lange drin waren und er es hätte besser vermieten können. Was meint ihr, was das für eine Gefahr ist? In dem Fall lag der Druck am meisten auf meinem Mann, aber sowas, das tut was mit einem. Das macht wirklich einem das Leben schwer. Und diese Entscheidung, die hat man ständig auf allen möglichen Bereichen. Und ich muss wirklich sagen, die Entscheidung werden wir immer noch treffen müssen. Aber wir stehen nicht mehr mit allem, was wir haben und allem, was wir sind, mitten im Feuer. Und das entspannt mich alleine jetzt schon und ich erhoffe mir natürlich für die Zukunft auch, dass ich weiter entspannter arbeiten kann. Und ich merke es jetzt schon und ich freue mich drauf. Bedeutet das nun irgendetwas für diesen Kanal? Nein, tut es nicht. Es geht genauso weiter wie bisher. Das heißt, der Kanal ist komplett unter meiner Kontrolle. Ich kann machen, was ich will. Er ist nach wie vor mit der Gläser- und Flaschen GmbH verbunden. Und es geht weiter wie bisher. Das ist doch sehr schön. Ich hoffe jetzt, ihr fühlt euch gut informiert. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.